2.6.8.9.8.3.0.5.0.8. Mehr gab der Taschenrechner nicht her. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, liebe Eltern, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, muss ich sagen, das ist ja doch das Wichtige, ja. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, nicht? Liebe Freunde von Überruhr Television, ich heiße Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen hier zu unserer Abiturfeier. Ich habe Ihnen eine Zahl vorgestellt und niemand von Ihnen, wage ich zu behaupten, hat diese Zahl so exakt behalten, dass er sie auf Anhieb wiederholen könnte. Und trotzdem, sie wird für diesen Abiturjahrgang aktenkundig bleiben. Gibt sie doch den Durchschnitt aller 59 Abiturdurchschnittszahlen wieder und sie lässt den statistisch Eingeweihten erahnen, dass der 69er Abiturjahrgang, der 69er Humanjahrgang, muss ich sagen, im langfristigen Landesschnitt aller Durchschnittsnoten, der meines Wissens zwischen 2,5 und 2,7 ist, einzupendeln ist und einzugrenzen ist. Nun, eine solche Zahl erfreut höchstens den Statistiker. Aber wir wollen und können uns nicht so von Menschen verabschieden, mit denen wir 9 und mehr Jahre hier gemeinsam verbracht haben. So möchte ich Ihnen, liebe Eltern, in diesem Grußwort in Erinnerung rufen, dass ich Sie vor 9 Jahren fast an gleicher Stelle, das war damals hinter dem Vorhang, in unserer Sportaula empfangen habe und Ihnen so viel Hoffnungen mit auf den Weg gegeben habe, Ihnen so viel Hoffnung gemacht habe für die Schulzeit Ihrer Kinder. Erinnern Sie sich noch? Damals haben wir 3-mal rund 35 Jungen und Mädchen aufgerufen. Die einen sind mit Frau Gradert, die nächsten mit Herrn Karwinkel und dann mit Frau Otto Wagner in ihre neuen Klassenräume gesammelt. Ich erinnere mich noch an so einen kleinen Dotz, der mich angeguckt hat und gefragt hat, kann man hier auch Fußball spielen? Nicht? Markus Over. Fußball spielen konnten wir hier nicht, aber dafür seid ihr mehrfach Lorbeergetränkt mit Volleyball-Ehren zurückgekommen. Und in der Mischung dieser Klasse, Jungen und Mädchen, hat sogar in diesem Jahr zu einem, wie heißt der Sport, Badminton-Titel gereicht. Ich lerne. Frau Gradert A. überraschte die Schule damals mit einem Märchenstück und sie zog quer durch alle Grundschulen und bezauberte die Grundschulen der anderen der Nachbarschaft mit diesem Märchen, mit dem Zaubermärchen, einem Märchen von Karl Humann, und begründete somit den in Stele und Umgebung herrschenden sogenannten guten Ruf der Schule. Die Folge war, immer mehr Kinder kamen zu uns, sei es der Klasse gedankt. Die B galt als angenehme Klasse und war in den ersten Jahren berühmt für ihre Freizeittreffen mit Eltern, Schülern und Herrn Karwinkel. Geschichten aus alten Tagen. Zwischendurch wurde vermeldet, dass in der A wochenlang Fische verschiedenster Art in den Taschen herumgetragen wurden und dort ungestört verwesten. Sie waren eigentlich zum Sezieren bestimmt, aber leider wurde die Lehrerin krank. Vielleicht lag es an diesem Stallgeruch, dass allem Humantrend zum Trotz in diesem Jahrgang zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein Leistungskurs Biologie zustande kam. Und damit, liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sind wir bereits in der Oberstufe. Geh blitzschnell in einem rasanten Wirbel zwischen Kurswahlen, Klausuren, Josef Beuys-Madweg, Schülercafé, Schwänzen, Punktehandeln, ätzendem Nachmittagsunterricht ablief. Im Curriculum hieß das Erziehung zum wissenschaftlichen Arbeiten. In Wirklichkeit wurde es oft zum Versteckspiel. Wie viel Freiheit man sich nehmen konnte, ohne auf dem Parkett der 100.000 Fußangeln unsere Oberstufenbestimmungen zu strauchen. Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage. Was hat die Schulzeit eigentlich gebracht und was ist dabei herausgekommen? Nicht leicht zu beantworten. Ich denke da an die Lehrer. Ich denke da an die Kollegen früherer Tage. Das muss ich euch erzählen. Bis vor 20 Jahren war es üblich, zum Abitur eine Charakteristik über jeden Schüler anzufertigen. Das ist also heute der interessanteste Gag der ehemaligen Treffen. Die wollen alle die Charakteristik lesen. Und darüber hinaus eine Bewertung der Klasse. Diese Darstellung mussten ungefähr ein halbes Jahr vor der Abiturprüfung abgeschlossen sein und wurden dem Regierungspräsidenten nach Düsseldorf mitgeteilt. Ja, da konnte sich kein Kollege erlauben, eine Klasse zu hoch zu loben. Musste er dann doch in der Abiturprüfung. Und das geschah in unserem Lehrerzimmer damals, vor dem ganzen Kollegium, ich habe das noch mitgemacht, beweisen, dass die Klasse wirklich so klasse war. Und so sind diese Berichte fantastische Beispiele von Understatements. Ich darf euch einen vorlesen. Der ist 40 Jahre alt. Die Führung und Haltung der Klasse sind gut. Geistiges Interesse ist vorhanden. Die meisten arbeiten auch fleißig mit. Zu einer planvollen wissenschaftlichen Arbeit bringt es aber kaum einer. Die durchschnittliche Begabung ist schwach. Bei Berücksichtigung aller dieser Faktoren mussten den Anforderungen Grenzen gesetzt werden, bei deren Überschreiten nicht nur Einzelne, sondern die meisten Schüler den Anschluss verloren hätten, da der Leistungsstand zu gleichmäßig schwach ist. So sahen unsere Abiturienten vor 40 Jahren aus. Aber sie konnten ja dann in der Prüfung nur noch gewinnen. Das war ja die unterste Basis. Und das Schöne ist natürlich, diesen Bericht lasen vor knapp 40 Jahren die in Ehren ergrauten 40-jährigen Abiturienten. Und sie setzten sich erstmal hin. Denn das Leben hatte ganz andere Zeilen geschrieben, als hier festgehalten waren. Nun, ihr habt in eurer Abiturzeichnung immer deutlich gemacht, dass wir heute in der Gefahr sind, von Bildung nur im Hinblick auf Ausbildung zu reden. Hier klingt Ähnliches an. Aber die Klasse aus der Klasse, die da angeblich so leistungsschwach war, so schwach auf der Brust, die hat immerhin einen hoffnungsvollen Abiturienten hervorgebracht, der heute Chef der größten deutschen Bank ist. Ja, und wir brauchen uns nur umzusehen und Karl Humann anzusprechen. Karl Humann hat späterhin von seiner Schulzeit immer gesagt, das war aber dann nicht diese Schule, sondern das war das Essener-Burch-Gymnasium. Humann, Sie sind ein Esel, aus Ihnen wird nichts. Sie kennen ähnliche Sprüche, dass man Ihnen gesagt hat, Sie sollten lieber bei Dindal anfangen, nur das geht heute nicht mehr, die Firma ist nicht mehr da. Aber Humann bewährte sich. Als Ingenieur ohne Diplom baute er Eisenbahnen und Straßen in Kleinasien. Er rettete ein Wunderwerk der Antike, den Pergamonaltar. Das war ein Erfolg, um den die ganze Zunft der Archäologen den Amateur Humann beneidete.
Das zurück zu euch. Was ist denn nun herausgekommen? Unsere Lehrer, klüger geworden nach den vielen Urteilen der Vergangenheit, halten sich zurück. Und die Oberstufe hilft ihnen dabei. Es gibt den Zahlencode und der ist unfehlbar. Niemand kann nämlich heute prognostizieren, ob der Absolvent mit 3,8 nicht doch eine ungeahnte Karriere machen kann. Und niemand kann vorhersagen, ob der Kandidat mit 1,1 wahrlich stromlinienförmig seinen Weg in die Genialität macht. Angesichts dieses Unsicherheitsfaktors geben wir uns zufrieden mit einem Zahlencode und lassen ihn von jedem interpretieren nach der Art des delphischen Orakels. Aber ich kann auf eine andere Quelle zurückgreifen. Das ist eure Selbsteinschätzung auf dem Titelblatt eurer Abiturzeit. Lasst mich ein wenig interpretieren. Der Denker, wen erinnert das nicht an den optimistischen Spruch jenes Descartes? Cogito ergo sum. Ich denke, folglich bin ich ein Mensch. Doch die nachdenkliche Figur darunter steht in einem deutlichen Gegensatz zu diesem hoffnungsvollen Spruch. Das ist nicht der Denker, das ist der Grübler. Der Grübler. Ich fühle mich dabei an ein Gedicht aus dem 12. Jahrhundert von Walter von der Vogelweide erinnern. Wir mussten das damals noch lernen, die ersten Zeilen kann ich noch. Ich saß auf einem Steine und dachte so für mich, und weiter kann ich nicht. Weil das Problem war einst, wie kann man in dieser Welt voller Unrecht Redlichkeit, Reichtum und Gottes Liebe zugleich erwerben? Es ist die Frage nach dem Glück im Leben und nach dem Wesen. Walter selbst hat ein Leben lang gebraucht, um Antwort zu finden. Nur die Antwort, die sage ich euch erst nach dem 25. Abitur. Ich möchte zurückkommen zu der Spannung, die hier drin ist, zwischen dem optimistischen Denker und dem Grübler. Eins sagt sie mir, und das sagt auch der Inhalt dieser Zeitung, diese Oberprima fährt nicht gedankenlos in die Zukunft hinein, in ausgefahrenen Gleisen, Berufsstudium und so weiter. Sich Gedanken machen, einmal, um neue Ufer zu erreichen, zum anderen aber zur Besinnung über das, was man tut und was man getan hat. Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Ergebnis, das ich sehen lassen kann. Und nicht einmal unsere Meterware der Oberstufenrichtlinie wagen das vorauszusehen. Und so steht diese Abiturientia 89 ganz besonders da. Sich Gedanken machen und damit, das geht ihr uns zurück, den anderen zum Denken aufzufordern. Das ist ein Erfolg. Und darüber solltet ihr euch freuen, Abiturientinnen und Abiturienten des Jahres 1989. Ich grüße euch, wünsche euch alles, alles Gute und ganz besonders auch euren Eltern und Verwandten. Ihr verlasst uns jetzt, aber behaltet uns in Erinnerung. In diesem Sinne, Glück auf! Noch gar nichts gesagt. So,
meine erste öffentliche Rede. Hoffentlich klappt das auch alles. Ich bin ausdrücklich gebeten worden, nichts Ernstes zu sagen, also keine guten Ratschläge oder so zu erteilen. Ich habe versucht, mich dran zu halten. Also, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler und alle anderen Würdenträger. Meine Hochachtung gilt heute einer Leistung, die zwischen Herziger Straße, Laurentiusweg und Grasweg wohl kaum ihresgleichen finden dürfte. Eurem Abitur. Welch tiefe und vielfältige Bedeutung liegt doch in diesem einen kleinen Wort geschlossen. Aus der Fülle der Versuche, die Komplexität des Begriffes angemessen zu erfassen, scheint mir folgender einer der bestechendsten zu sein. Für eine höhere Bildung darf dem jungen Menschen kein Weg zu weit, keine Pause zu kurz, kein Pass zu steil und kein Pavillon zu ungemütlich sein. Die Herkunft dieses schönen Spruches ist unklar. Die Quellenlage ist hier dürftig und die Überlieferung bewegt sich demzufolge auf dünnem Eis. Mir vorliegende vertrauliche Hinweise aus Stähler Geheimarchiven, den sogenannten Seidelakten, lassen jedoch als Urheber nur einen zu, Josef Beusmarck. Es gibt wohl kaum einen Schüler, dem dieser Name nicht schon einmal vorgekommen wäre. Doch im Gegensatz zu einem anderen Traditionsträger dieser Schule, Erfinder des Pergamentaltars, Träger der goldenen Spitzhacke und anderer Auszeichnungen, schon von Herrn Stuckmann lobend erwähnt, ist die Person Josef Beusmarck an unserer Schule bisher recht stiefmütterlich behandelt worden. Ich frage, was wissen wir eigentlich über diesen Mann? Gewiss. Wir kennen die Straße, nach der seine Eltern ihn benannt haben. Aber wie steht es mit seinem Lebenswerk? Wie steht es mit seinen Freizeitbeschäftigungen? Seinen Schulzeugnissen? Hatte der Mann überhaupt Abitur? Ich habe mir in Anbetracht des festlichen und hochbestimmten Anlasses, zu dem wir heute zusammengekommen sind, die Entscheidung, diese heikle Frage zu stellen, nicht leicht gemacht. Aber ich bin zu der festen Überzeugung gekommen, sie musste einmal gestellt werden. Denn an ihr zeigt sich, meine ich, in herausragender Weise ein fundamentales Problem jeglicher Bildungspolitik. Das Problem der Lücke. Wir leben mit diesem Problem, wir geben es weiter an die folgenden Generationen. Die Kunst mit der Lücke, ob Wissens-, Erkenntnis-, Park- oder Gedächtnislücke, zu leben, scheint fast schon wichtiger geworden zu sein als das, was die Lücke zur Lücke macht. Ob Oscar Wilde auch diesen Aspekt im Hinterkopf hatte, als er davon sprach, dass wirklich Wissenswertes nicht gelehrt werden kann. Ich kann auch bei Schülern abschreiben. Ne? Wir wissen es nicht, aber wir wissen etwas anderes. Josef B. aus S. wird unserer Schule noch lange Jahre ein treuer Begleiter sein müssen. Und wir sollten deshalb mehr über ihn erfahren. Hier eröffnet sich doch ein weites, fruchtbares Feld für begeisterte Geschichtsleistungskursler und Hobbyarchäologen. Zumal ja gerade letztere Disziplin zu den stolzesten Ruhmesblättern unserer Schule gehört. Stähle als Sprungbrett zur Weltkarriere. Wer gräbt, der findet. Oder wer bei anderen eine Grube gräbt, dem setzt man ein Denkmal. Wenn ihr jetzt hinaustretet ins Leben, was beiläufig bemerkt so feindlich gar nicht ist, sei es als Schaftreiber auf Sardinien oder als Schlafwagenschaffner im Interrail nach Essen-Altenessen, denkt immer daran. Der Weg zum Erfolg geht durch Können und Fleiß, aus Willen zur Leistung, in Treue und Hingabe an Bildung, im Dienste der Sache, in der Summe aus Glauben und Treue, im Anliegen an Leistung, ohne Willen im Geiste richtig verstandener Tradition.
Und diese unsere Tradition möchte ich heute zu euch sprechen lassen, auch über den eng begrenzten lokalen Rahmen hinaus. In den Worten Wilhelms II. Gehe am 19. August 1911 an die Prima, Abiturklasse, eines Kasseler Gymnasiums gerichtet hat. Zitat: Wenn Sie das politische Treiben zu verwirren droht, so rate ich Ihnen für einige Zeit, sich zurückzuziehen. Sei es auf Reisen, sei es auf einem Spaziergang, und die Natur auf sich wirken zu lassen, kehrt man dann zurück, so hat man einen freien Blick über die realen Verhältnisse. Diesen freien Blick auf die realen Verhältnisse eurer vergangenen Schuljahre werdet ihr vielleicht erst nach einigem zeitlichen Abstand haben. Aber so kritisch dieser Blick dann auch ausfallen mag, eine Erfahrung, die in ihrem sittlichen Wert gerade in unserem Zeitalter der permanenten Reizüberflutung und hemmungslosen Vergnügungssucht kaum überschätzt werden kann, konnte euch der Unterricht wohl vermitteln, dass auch ohne Sex gute Unterhaltung möglich ist. Manch einem mag die Verknüpfung von Unterhaltung und Schule kühn oder gar gefährlich erscheinen. Ich möchte aber doch auf zumindest eine Tatsache hinweisen, die Schule und Theater gemeinsam haben. Auf teuren, öffentlich subventionierten Plätzen sitzen teilweise nur knapp 2/3 der Abonnenten. Aber mag diese eher bedenklich stimmende Tatsache auch in manchen Lehrkörperherzen Bedauern oder Schlimmeres geweckt haben, das soll jetzt in dieser Weihestunde angesichts der jungen, hoffnungsfrohen Gesichter, die wir hier vor uns sehen, alles vergessen sein. Ich wünsche den Besitzern dieser Gesichter alles Glück für ihr neues Leben ohne uns. Und möge euch bei den vielen neuen Erfahrungen, die ihr bald machen werdet, die eine ganz bittere erspart bleiben, die ein hoher bundesdeutscher Politiker, Herr K. aus O., kürzlich in die Worte kleidete: Manchmal ist die Wirklichkeit anders als die Realität. Ja, ich bin von mir, habe ich nicht gesagt. In diesem Sinne, alles Gute. Geht es Ihnen gut oder haben Sie ein Kind in der Schule? Das war vor einigen Jahren einmal eine viel zitierte Frage. So etwa um die Zeit, als Sie hier Ihre ersten Schritte im Karl-Humann-Gymnasium machten und wir Eltern uns zum ersten Mal im Dschungel der Schulmitwirkung zurechtzufinden versuchten. Denn wir waren angetreten, um etwas zu ändern, und wir waren der Meinung, die Frage sei schon berechtigt, so ganz gut geht es Eltern nicht, wenn sie Kinder in der Schule haben. Nun, es hat sich vieles geändert. Auf eine ganz augenfällige Änderung ist der Herr Pfarrer Schwinder schon eingegangen, die Sie hier auch auf dem Programm vom Gottesdienst manifestiert haben, die äußerliche Änderung. Aus den kleinen Sextanern sind große Primaner geworden, Abiturienten, und viele von ihnen überragen uns längst an Größe. Ihnen wird heute die Reife ausgesprochen, auch das ist vorhin schon angesprochen worden, in der Kirche und eben hier. Und ich kann vielleicht mal daran erinnern, wenn ich recht rechne, sind Sie der 200. Jahrgang in der deutschen Geschichte überhaupt, den diese Reife ausgesprochen wird. Denn im Dezember 1788, also vor 200 Jahren, wir haben das im letzten Jahr gefeiert, aber erst im Dezember ist die neue Abitursordnung damals erlassen worden. Und da man ja nicht vor der Ordnung
Abitur machen kann und es schwerlich der Fall ist, dass vor Weihnachten noch eine Prüfung stattgefunden hat, sind Sie, soweit ich das also übersehe, der 200. und damit ein Jubiläumsabiturjahrgang. Und immerhin, es hat 120 Jahre gedauert, bis auch Mädchen offiziell am Abitur teilnehmen können. Auch das vielleicht zur Erinnerung. Es hat sich also in der Schule einiges geändert, aber ich wollte eigentlich auf den kürzeren Zeitraum, den wir hier gemeinsam verbracht haben, mehr eingehen. Ja, und dann, wenn ich mir hier das Programm für heute ansehe, dann weiß ich nicht so ganz, ob es ein Zufall ist oder ein bisschen Etikettenschwindel beabsichtigt ist. Ich lese daraus Zeugnis der allgemeinen Reife. Das ist es ja eigentlich nicht. Es ist Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife und das ist ja ein ganz großer Unterschied. Denn Sie sind ja nicht reif an sich, es ist ja nicht Ihr Ende jetzt, sondern es ist reif zu etwas, es ist reif für einen Anfang. Sie bekommen damit die Berechtigung, etwas Neues anzufangen und es muss ja nicht unbedingt die Hochschule sein. Also deswegen weiß ich nicht, warum es so ist, aber ich wollte es vielleicht mal ansprechen, denn mir ist es ganz wichtig, dass es ein Zeugnis ist, das sie weiterführt für einen Neuanfang. Ja, was hat sich noch geändert in diesem, sagen wir es mal, Jahrzehnt? Denn 9 Jahre ist vorhin angesprochen worden, aber wenn wir schon mal bei dem Wort reif sind, ja auch nicht alle Äpfel an einem Baum reifen zur selben Zeit. Und es muss ja nicht unbedingt etwas über die Qualität der Äpfel aussagen, ob sie nun die allerersten waren oder ob es der letzte Apfel war. Manchmal schmecken sogar die späteren noch besser. Ja, die Schule hat sich geändert, wir Eltern haben uns auch geändert. In der Schule ist einiges äußerlich auch anders geworden als vor 9 oder 10 Jahren. Aber eben auch, wir haben uns geändert, unser Miteinander hat uns geändert. Und wenn wir dieses Miteinander und auch mit Zittern und mit Bangen betrachten, dann können wir Eltern heute aufatmend auf die eingangs zitierte Frage antworten, uns geht es gut. Unsere Kinder haben die Schule geschafft. Aber um welchen Preis? Ich denke auch an die Eltern, denen es heute nicht so gut geht, diesen Tag mit uns zu feiern, die dieses Ziel vor Augen auf vollen Elternabenden der Unterstufe mit uns stritten, für bessere Unterrichtsversorgung, für Vertretung bei langfristigen Ausfällen, sich wehrten gegen den x-ten Lehrerwechsel in einem Fach oder mehr oder minder heftig forderten, endlich im anderen Fach zu einem Wechsel zu kommen. Da ging es manchmal um die anscheinend nicht so gelungene Koordinierung bei Hausarbeiten, um angebliche Überforderung bei Klassenarbeiten. Ich sage angeblich, weil das, was wir an Elternabenden immer zur Sprache gebracht haben, ja nicht unser Wissen war. Wir haben es ja nur von euch aufgenommen und immer weitergegeben und mehr oder minder heftig vertreten. Wir Eltern standen immer dazwischen, aber wir haben gerne Partei ergriffen für euch. Wir haben uns eingemischt. Nicht um Lehrern oder dem Schulleiter die Arbeit noch schwerer zu machen, ihnen freie Zeit zu stehlen und auch nicht um Rechte, immerhin per Gesetz geregelte Rechte, wahrzunehmen, sondern in der Bereitschaft mitzuhelfen, um die Schulzeit lebendiger zu gestalten und in dem Bemühen, euch, unsere Kinder, auf dem Weg hierhin zu begleiten. Denn wenn heute auch jeder 4. eures Jahrgangs Abitur macht, als ihr geboren wurdet, war es noch nicht einmal jeder 10., ist dieser Abschluss nicht leichter geworden. Für manche bedeutet das, dass es nur ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, für viele aber, sie haben abbrechen müssen. Mit 105 Schülern in 3 Klassen, es wurde eben schon angesprochen, hatte es hoffnungsvoll begonnen. Aber wenn wir genau nachzählen, haben gerade 42 dieses Sextaner-Jahrgangs 1980 es in diesen 9 Jahren geschafft. Einige werden in 1, 2, 3 Jahren nachziehen, aber sehr viel mehr als die Hälfte der ehemals Eingeschulten werden es letztlich nicht sein. Die anderen mussten sich einen anderen Weg suchen. Und es wird einigen gelingen, über einen Umweg dann doch noch zum gleichen Ziel zu kommen. Nur zu oft liegen die Gründe für den Abbruch gar nicht in dem mangelhaften Lernvermögen. Zur Lernbereitschaft gehört auch ein entsprechendes Klima. In der Schule wie zu Hause. Kultusminister Schlier hat kürzlich bei einer Veranstaltung hier in Essen gesagt, die Schule sei kein Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Gewiss,
wird Schule nicht heilen können, was zu Hause kaputt gegangen ist. Aber Schuldzuweisungen, die umgekehrt von der krankmachenden Schule, helfen nicht und schon gar nicht dem von seinen Problemen überforderten Schüler. Ich glaube, Lehrer und Eltern sind künftig noch mehr gefordert, in gemeinsamer Anstrengung helfend und ausgleichend zu wirken. Schule ist nicht nur Lernort für Wissen. Für das Leben lernen wir und wir lernen mitten in unserem Leben. Ja, die Schule hat sich geändert, auch die Lehrer. So war es ganz bezeichnend, dass sie auf dieser Veranstaltung, von der ich eben sprach, vor allen Dingen Lehrer empörten. Obwohl der Kultusminister ja eigentlich nur abwehren wollte, dass den Lehrern noch mehr aufgebürdet würde. Und das mag Zufall sein. In den letzten Jahren waren in der Schulkonferenz Schüler und Eltern gerade dieser Jahrgangsstufe überproportional vertreten. Ich habe durchgezählt, wir waren 5 Eltern und 4 Schüler in diesem Gremium aus dieser Jahrgangsstufe. Und aus Erfahrung hatte es sich in den vorangegangenen Jahren eingespielt, dass wir Eltern und Schüler uns kurz vor der Konferenz zusammenfanden, um nochmal durchzusprechen, welche Themen dann anstehen, was denn eventuell auf uns zukommen könnte und wo wir vielleicht zusammenhalten müssen gegen die Schule. Aber zunehmend fiel mir dann auf, dass das gar nicht mehr nötig war. Es gab überhaupt keine Blockabstimmungen mehr, so wie in der ersten Zeit. Und es uns wurde oft der Wind aus den Segeln genommen. Wir hatten uns vorher gesagt, da wollen wir uns irgendwie stark machen. Und es fand sich dann plötzlich eine Lösung und es war ein wesentlich größeres Entgegenkommen. Das zeigte Entgegenkommen im wörtlichen Sinne, dass alle drei Gruppen, die Schüler als die Betroffenen, wir Eltern als die sich Einmischenden und die Lehrer auf der anderen Seite uns irgendwo zusammenfanden. In einigen Wochen werden Sie oder die meisten von Ihnen zum ersten Mal Ihr Wahlrecht ausüben. Und ich finde es ganz bezeichnend, dass es ausgerechnet die Europawahl ist. Das ist ein Zufall, aber sicher mit etwas Hintersinn, wenn man es so betrachtet. Denn Ihre Generation wird die sein, die am unmittelbarsten mit dem neuen Europa konfrontiert wird, schon während der Ausbildung und vor allen Dingen sofort danach. Ich glaube, dass Sie mit dem Abschluss hier an dieser Schule gut gerüstet sein werden. Sie haben ein Fundament, auf das Sie bauen können. Auf den lebhaften Elternabenden, vor allem aber im Kreis der Schulpflegschaft, ist oft mit Hinweis auf leichtere Schulen Klage geführt worden, die Anforderungen hier seien zu hoch oder sehr hoch. Solche Klagen wird es immer wieder und überall geben, aber wenn etwas dran sein sollte, dann tragen Sie jetzt die Früchte davon. Von der Kehrseite habe ich ja vorhin schon gesprochen. Ich habe über viele Jahre als Elternvertreterin an Abiturprüfungen teilgenommen und treffe auch immer wieder mit ehemaligen Schülern zusammen. Aus beiden Erfahrungen kann ich sagen, Sie haben hier ein gutes Fundament für Ihre künftige Ausbildung. Und mir ist nicht bange, dass Sie sich behaupten werden können in diesem größeren Europa und dass Sie wohl gewappnet sein werden. Auf die Frage, ob unsere Schule hier in Deutschland sich dem europäischen System mit einer kürzeren Schulzeit anpassen wird oder wird müssen auf längere Zeit, will ich jetzt nicht weiter eingehen, denn für Sie ist ja die Frage entschieden. Kurz vor Ihrer Abiturzulassung hatte ich mich ja mal mit Ihnen unterhalten und Sie waren auch der Meinung, es reicht, es ist eine lange Zeit gewesen. Aber diese Diskussion ist für Sie gelaufen. Sie haben die 13 Jahre gut überstanden. Und wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass Sie mit dem, was Sie hier erfahren haben, gut gerüstet sind für das, was auf Sie zukommt. Also, in fine Laus. Lob und Dank an die Lehrer, die Sie bis hierher gebracht haben. An die früheren Klassenlehrer, an die Tutoren der letzten Jahre und an den Schulleiter, an die Fachlehrer, die durch ihr Engagement bei dem einen oder anderen auch schulübergreifendes Interesse am Fach geweckt haben. Ich glaube, Frau Gradert hat einen Rekord aufgestellt in dieser Reihe von Betreuungen von der ersten Klasse bis zum Abitur. Also ihr besonderen Dank, aber ebenso Frau Geno, die eben hier so amüsant gesprochen hat, und Herr Marzuch als Tutoren, die sie in den letzten Jahren begleitet haben. Nun also der Abschied. Herr Stuckmann sprach vorhin schon an, dass früher manches anders war.
Zu meiner Schulzeit war es beispielsweise üblich, dass wir eine Lesemappe führen mussten. Denn manchmal fiel es gar nicht so leicht, so viel Lektüre nachzuweisen in kurzer Zeit, wie von uns erwartet wurde. Und wir sollten uns dann noch einen Autor besonders heraussuchen. Bei mir war es um die Zeit kurz vor dem Abitur Hermann Hesse, der lebte damals noch. Und das Buch, mit dem ich mich gerade zum Abitur beschäftigte, war das Glasfernspiel. Nun, manche Bücher liest man dann doch nicht wieder, manches bleibt aber haften. Und bei mir war die Verbindung von einigen Zeilen des bekannten Stufengedichtes aus diesem Buch von Josef Knecht, das Stufengedicht, in Verbindung mit dem Abitur haften geblieben. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal darauf zurückkommen. Es sind Zeilen daraus, es ist nicht das Gedicht. Ich glaube, der übrige Rahmen ist vielleicht nicht so angemessen hier dem Anlass. Es muss das Herz bei jedem Lebensstufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in neue Anverbindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entfassen. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie diesen Zauber Ihres neuen Anfangs genießen. Wenn aber doch Schule Wunden schlägt, und ich glaube schon, auch die gerade zurückliegenden Prüfungen haben solche Wunden, die noch nicht ganz vernarbt sind, geschaffen oder vielleicht andere Ereignisse. Vielleicht sind auch solche kleinen Wunden bei den Lehrern zurückgeblieben. Dann gibt die letzte Zeile dieses Gedichtes doch noch einen Trost, den ich Ihnen auch mitgeben möchte. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrter Herr Direktor, liebe Gäste. Ich freue mich, Sie hier heute Morgen im Namen der Abiturientia 1989 begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich grüße ich auch alle Leute, die uns jetzt an den Bildschirmen der Welt zusehen, da sie den weisen Entschluss getroffen haben, diese Gedenkkassette, die heute aufgenommen wird, zu kaufen und unsere Veranstaltung dadurch finanziell zu unterstützen. Heute ist ein großer Tag in unserem Leben. Nunmehr für reif und selbstständig genug befunden, das Leben in einem freiheitlich-demokratischen Land zu meistern und im wachen, kritischen Geist mitzugestalten, entlässt uns Herr Stuckmann aus der väterlichen Obhut unserer Lehranstalt. Nachdem wir einen tiefen Einblick in die Errungenschaften menschlichen Geistes nehmen konnten, mit den Abgründen des Menschseins vertraut gemacht wurden und uns in der Praxis sozialen Miteinanders auf der Grundlage partnerschaftlicher Beziehungen üben konnten, ist heute der große Augenblick gekommen, wo wir in die Welt der freien, erwachsenen Menschen aufgenommen werden und endlich klar sehen können, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernten wir. Seit Generationen hören sich Abiturreden so an. Als ich mir überlegt habe, was ich Ihnen heute Morgen und euch natürlich hier sagen könnte, sind mir so viele Dinge eingefallen, die man zum Abitur einmal sagen müsste und die bei den üblichen Lob- und Dankesreden jedes Jahr wieder unter den Tisch fallen, dass ich meine Aufgabe für heute Morgen darin sehe, diesem Ungesagten, soweit es geht, Gehör zu verschaffen. Im Gottesdienst eben habe ich festgestellt, dass ich mir damit die unangenehme Aufgabe angehängt habe, die Fragen, die mir Andrea gestellt hat, zu beantworten. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, so sagt man. So ist auch heute schon gesagt worden. Und dieser 2000 Jahre alte Spruch, Seneca dem Jüngeren zugeschrieben übrigens, hat bis heute seine Gültigkeit behalten. Aber was lernen wir eigentlich und für was für ein Leben?
Herr Schlugmann hat es vorhin gesagt, in den Richtlinien zum Oberstufenunterricht kann man sehen, dass die sogenannte Wissenschaftsgruppe deutsche Ausbildung Lernziel aller Fächer der gymnasialen Oberstufe ist. Das heißt, alle Fächer führen in die Arbeitsmethoden der Wissenschaft ein. Das gilt auch für die sogenannten musischen Fächer, wo also nicht persönliches Erleben und Tun im Vordergrund steht, sondern Theorie. Diese Theorie möchte ich hier nicht schlecht machen. Ich finde es wichtig und gut, dass wir über diese Dinge informiert werden und mitreden können. Aber unter welchen Voraussetzungen lernen wir sie eigentlich und zu welchem Zweck? Bertolt Brecht sagt dazu in seiner Theorie des epischen Theaters: Unzweifelhaft ist das Lernen, das wir aus der Schule, aus den Vorbereitungen zum Beruf und so weiter kennen, eine mühselige Sache. Ja? Aber man bedenke auch, unter welchen Umständen und zu welchem Zweck es vorgeht. Es ist eigentlich ein Kauf. Das Wissen ist lediglich Ware. Sie wird erworben zum Zweck des Weiterverkaufs. Uns gut zu verkaufen, müssen wir also lernen oder gelernt haben. Denn wenn es dann an den Weiterverkauf geht, sind wir im Grunde selbst schon zur Ware geworden. Zum Verlassen des Werkes, hübsch verpackt und nett zurechtgemacht, versehen mit einem Begleitschreiben oder Etikett, das über unsere besonderen Qualitäten informiert und einen Preis nahelegt, die Ausgabe findet dann gleich hier im Anschluss statt, werden wir auf den Arbeitsmarkt entlassen. Und der heißt auch noch so. Verkaufen dürfen wir uns selbst. Die Schule hat uns darauf vorbereitet, dass wir uns in die bestehende Gesellschaft gut eingliedern können. Und dabei entlässt man uns vielleicht nicht einmal ohne die Hoffnung, aus den Toren der Humannschen Sportaula, Entschuldigung, ich muss mich an dieses Wort auch noch gewöhnen, man lernt ja immer dazu, nicht ohne die Hoffnung, dass wir diejenigen sind, die unsere Gesellschaft zum Besseren verändern werden. Denn so wie sie ist, will doch keiner von uns unsere Gesellschaft haben. Eine Gesellschaft, in der Lebensmittelskandale, Umweltzerstörung, menschenverachtender Waffenhandel und so weiter, Sie lesen das ja jeden Morgen, an der Tagesordnung sind, wo mit hochgiftigen und radioaktiven Abfällen, Entschuldigung, mit menschlichen Embryonen und vielem anderen, was menschliches Leben unmittelbar betrifft, leichtfertig umgegangen wird. Und das alles letztlich nur, weil wirtschaftliche Interessen im Zweifelsfall über die Moral gestellt werden, wenn sich beide nicht miteinander vertragen. Wir wünschen uns also alle eine neue Gesellschaft. Wir müssen versuchen, die Macht des Geldes zurückzudrängen, nicht mehr die Frage, können wir uns das leisten, in den Vordergrund zu stellen, wenn es darum geht, nicht nur, wenn man das überhaupt so stehen lassen kann, Wale, Seehunde oder Frösche zu retten, sondern auch uns. Wie aber können wir, auf denen diese große Verantwortung ruht, diese Zustände in unserer Gesellschaft ändern? Und was konnte die Schule dazu tun, um uns dazu in die Lage zu versetzen? Die Schule erfüllt ihre staatliche Pflicht, indem sie uns dazu befähigt, im Alten zu leben. Unabhängig davon, ob Moralprinzipien oder biochemische Vorgänge analysiert werden, Leistung bringen steht so im Vordergrund. Und die praktische Übung in Demokratie in der Schule, die Demokratie stellt ja für uns die Möglichkeit dar, politisch etwas zu verändern, reicht auch gerade dazu aus, sich in der herkömmlichen Zukunft zurechtzufinden, die auf uns wartet. Klassen- und Kurssprecherwahlen waren lustige und willkommene Mittel, Zeit herauszuschlagen, wenn Bock auf Unterricht fehlte. Und dabei ist dieser lockere Umgang mit den Formalitäten des Schulalltages ja nicht etwa, wie das so aussieht, ein Gewinn an Freiheit für uns, wenn er sich nur auf solche Schulordnungspunkte bezieht, die gerade unsere Schülerrechte schützen würden und uns eine Möglichkeit zur Mitgestaltung des Schulalltages geben sollte. Schülervertretungen werden zumeist nach dem bewährten Motto »Mal sehen, wer es für uns macht« gewählt. Hierzu möchte ich in Klammern anmerken, dass es wirklich ein Problem ist, dass sich daher tatsächlich jeder zwischen der wohl wohlverdienten Erholung von der Schule einerseits und politischem Engagement auf der anderen Seite entscheiden muss. Und ich möchte hier keine persönlichen Vorwürfe austeilen. Ich wäre selber ein schlechtes Gewissen. Es ist aber so, dass hier ein Verhalten entsteht oder ein Verhaltensmuster geprägt wird, das sich auf das Verhalten in der Gesellschaft auswirkt. Und das Delegieren von Verantwortung schon gewöhnt, beschränkt sich dieses politische Engagement nach dem Abi ja auch für gewöhnlich auf die vierjährliche Wahl oder die Europawahl, die jetzt ansteht.
die ja tatsächlich eine Auswahl aus einem Politikermarkt oder Sortiment darstellt. Politiker preisen sich uns an in Werbespots und Happening-ähnlichen Aktionen und wir brauchen nur noch zu wählen. Nehme ich den, der sich mit Heldenmut in die verseuchten Fluten des Rheines stürzte oder den, der mit den schicken Turnschuhen zur Vereidigung angetreten ist. Was die freie Meinung angeht, so mussten wir in der Schule die Erfahrung machen, dass man bei einer direkten Abhängigkeit, wie sie zwischen Schülern und Lehrern durch die Notengebung besteht, aus der sich Lehrer wie Schüler nicht einfach frei machen können, dass man sich da die Meinung leisten können muss. Und auch das wird nach dem Abi wohl nicht aufhören. Die Abhängigkeiten werden für uns dann halt materielle. Ich denke, dass diese Erfahrungen, die man in der Schule macht, sich deutlicher einprägen als etwa Unterrichtsgespräche über politisches Handeln. Und es gibt zum Glück Lehrer, die durch ihr persönliches Engagement und Beispiel Mut machen können. Die Schule als Institution gesehen hemmt aber durch die Erfahrungen, die man da macht, eher die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, als dass sie sie fördern würde. Der von den schulischen und gesellschaftlichen Umständen nahegelegte Weg führt zu keiner Verbesserung. So, jetzt habe ich gesagt, wie sich die Schule zur Gesellschaft verhält. Jetzt möchte ich noch etwas dazu sagen, wie die Schule auf das persönliche Leben des Einzelnen einwirkt. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Als wir in die Schule gekommen sind, war das Leben für uns ein Ganzes. Alles war Leben. Und wir hofften, in der Schule alle unsere Fragen beantwortet zu bekommen und das Leben verstehen zu lernen. Die Schule war noch Spiel und zu Hause spielten wir Schule. Bald mussten wir aber feststellen, dass in der Schule oft gar keine Zeit für unsere Fragen war. Wir sollten unsere Fragen vergessen, um nach System zu lernen, ohne unbedingt interessiert zu sein. Und plötzlich hatten wir zwei Leben. In unserem Schulleben lernten wir mit der Zeit nur noch die Fragen zu stellen, die auf die fertigen Antworten passten. Auf diese Weise haben wir uns ein mehr oder weniger reiches Wissen angeeignet, von dem wir vieles wieder vergessen werden, weil es uns nicht persönlich berührt hat. Auch in dem Leben neben der Schule, dem Privatleben, was es jetzt auf einmal gab, ist eine Veränderung mit uns vorgegangen. Wir haben aufgehört zu spielen, weil wir uns geschämt haben und es zu der Ernsthaftigkeit unseres Schullebens nicht mehr zu passen schien. Wir haben verlernt, aufeinander zuzugehen, weil es in der Schule gut war, Wissenslücken und persönliche Schwächen zu verstecken, um sich nicht in seiner Unvollkommenheit erkennen zu lassen. Und so verstecken wir Fehler jetzt auch in unserem privaten Leben. Jeder hat Angst, entdeckt zu werden. Und am schwersten fällt es uns, miteinander über das zu sprechen, was uns am wichtigsten ist und am persönlichsten berührt. So flüchten wir in Konventionen und allgemein vereinbartes Verhalten, ernähren ganze Industriezweige mit unserem Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Verständnis, versuchen unsere Ursprünglichkeit gelegentlich durch Alkohol wiederzugewinnen, oder wir führen ein geradezu schizophrenes Leben, in dem wir immer wieder versuchen, die Masken vom Morgen in unserer freien Zeit wieder loszuwerden. Und träumen vom ganzen Leben, in dem man nicht durch pädagogische Spitzfindigkeiten lernen soll, sondern einfach lernt, direkt durchs Leben. Diese Gedanken, die mir zum Abitur gekommen sind und die ich Ihnen hier zugemutet habe, sollen nicht vergessen lassen, dass ja heute der Tag ist, auf den wir immer gewartet haben. Wir haben es geschafft, wir sind endlich fertig. Und ich habe es jetzt auch geschafft. Und zum Schluss möchte ich nur noch sagen, dass es ja nicht so ist, dass die Schule uns vollkommen determiniert hätte. Und ich finde, wir sollten in Zukunft versuchen, so viel wie möglich von unseren Wünschen zu verwirklichen und nicht von vornherein aufgeben und den nahegelegten Weg gehen, von dem ich gesprochen habe. In diesem Sinne möchte ich uns alles Gute zum Abitur wünschen und allen danken, die trotz aller widrigen Umstände unseren Schulalltag menschlicher gemacht haben.
Karte der Frau Geno gerade. Jetzt geht's zur Sache. Doch zuvor möchte ich unseren Abiturientinnen und Abiturienten die herzlichen Glückwünsche von Herrn Manfred Humann, direktem Nachkommen der Gens Humana, überbringen. Er kann leider heute nicht unter uns weilen, deshalb muss ich das Geschenk Karl Humanns bzw. der Bröckelschen Stiftung selbst weitergeben. Aber ich glaube, euch wird es trotzdem freuen. Angetreten wart ihr, zumindest die katholische Hälfte, vor 9 Jahren bei Herrn Geschwinder, der euch einen Pfennig gab und das ganze Talent nannte und sagte, nun wuchert mal schön mit euren Talenten. Frank Kaspar hat uns aus dieser Zeit bisher ungehört Unerhörtes dargestellt. Und Frau Geno hat Gott sei Dank den Blick in unsere Jubiläumszeit, in unsere Jubiläumsfolge oder in unsere Jubiläumsfeierei so gestellt, dass wir nach 150 Jahren Karl Humann bald 100 Jahre Josef Bolschmar feiern können. Gott sei Dank, dass wir dieses Gebäude haben. Frau Dr. Moab, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Rede. Mit dieser Rede endet die direkte Beziehung zur Schule. Aber die Schule wird dankbar sein, dass sie auf ihre Hilfe, auf ihren Rat mit Sicherheit und hoffentlich weiter zurückgreifen kann. Sie haben für die Karl-Humann-Schule, für das Schulwesen in Essen und auch für das Bewusstwerden, dass Schule auch Elternsache ist, ungemein viel getan. Und deshalb möchte ich Ihnen als Vertreter von Schule dafür in diesem Moment ganz, ganz herzlich Dank sagen. Doch nun zur Sache. Jetzt kommt das, auf das ihr so lange wartet. Das Zeugnis, früher Reifezeugnis genannt, durch geschickte Manipulation von Frau Scheunemann und von Frau Fink, Zeichen dafür, wie im Hintergrund in der Schule manches zum Guten gelenkt wurde, ohne dass man das wusste. So ist aus dem Abiturzeugnis auch weiterhin das Zeugnis der allgemeinen Reife geblieben oder geworden, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Und eigentlich für euch auch Abschied von Herrn Seidel, der sich prächtig mit euch verstand. Ein einziges Schimpfwort nur in 9 Jahren. Meine Güte, wo gibt es das? Die Arbeit, die jetzt kommt, überfordert einen Schulleiter. Und so brauche ich dringend die Hilfe der Beratungslehrer und der Tutoren. Beratungslehrer ist der offizielle dienstliche Ausdruck, Tutoren ist der Begriff von euch. Denn ihr bekommt mit ein Zeugnis, das jüngste Buch über Karl Humann als Geschenk der Bröckelschen Stiftung und ein gelungenes Werk im Hinblick auf die Dokumentation. Ihr habt den Pergamonaltar auf Pergament in allen Variationen, als Modell in der Humann-Zeichnung, in der Fotografie. Und mit Sicherheit werdet ihr spätestens in 10 Jahren darin herumblättern. Eure Eltern schon heute. Frau Gradert, Frau Geno, Herr Matzo, walten Sie mit mir unseres oder Ihres Amtes. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Wir müssen uns fotografieren.
Ja. Ich rufe auf Michael Bauerdeck. Christoph Bexen. Und das muss ich erst mal lernen. Ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für die Zukunft. Helmut Christoph Jakob. Alles geschehen. Autogramm von Humann. Humann hat übrigens vor 7 Jahren erfahren, dass er zu dieser Gegend Humann hat. Gehört. Auf dem Flugplatz in Caracas hat er das mal erzählt. Nicht? Gute. Nicht? Wolfgang Leonard. Mit allen Dokumenten. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für die Zukunft. Jetzt muss ich vorsichtiger mit dem Schlag sein, mit dem Ritterschlag. Nicole Mann. Nicole. Ich habe hier die Daniela Moab. Daniela, herzlichen Glückwunsch. Schau es dir an, das ist das erste Mal, da steht alles drin, das eingeklammerte zählt nicht. Nicht? Und bis zum Latino ist alles drin. Nicht? Die Bürgerrechte, alles Gute, Daniela. Nicht? Markus Over. Markus, herzlichen Glückwunsch für den 7. aus Berlin. Ja, Sie sind schon eine Good Start. Nicht? Schau nach, wie ist alles weg? Das ist noch safe. Du musst dir nur den Strich wegdenken. Ja, ja. Nicht? Den müssen wir nochmal schreiben. Kriegst du noch? Das ist jetzt das Unikat. Eine Fehlfarbe, die Briefmarkensammler wissen, wie wertvoll sie ist. Ich würde sie beim richtigen Original nicht wieder zurückgeben. Dann bist du im Besitz zwei Abiturzeugnisse. Alles Gute, Junge. Ich habe hier eine Rechnung über Laternen. Günter Puschnick. Super, alles gut. So, alles klar. Genau, das hast du gut. Mach's gut, lass es mal wieder sehen mit deiner Welt. Andrea Quenstedt. Ja, ja. Alles drin, sogar die Pädagogikprüfung, bei der wir beide waren. Ich habe eine Menge gelernt, das habe ich jetzt wohl von nachher gesagt. Eindruck und Frau Geno. Susanne Röhrig.
Susanne. Ich habe dich nicht kennengelernt in der Prüfung. Was hast du denn in Prüfung gemacht? Nicht? Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die Zukunft. Ein Zeugnis, Verwaltung, eine Verfassung und ein Buch. Arndt Ruhrmann. Wo sind die Brötchen? Dann kann ich es heute nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank für die Fahrt gestern. Du bist ein unsichtbarer, unsichtiger Chauffeur. Kannst richtig fahren. Ich bin sicher angekommen. Hier ist alles drin. Prüft nach. Die Frau Geno schreibt ganz besondere Zahlen. Das Temperament von den Zahlen schreiben. Danke. Danke. Sandra Spierling. Und komm mal wieder vorbei. Nicht? Martina Schmidt. Eine Führung vor. Keine Berührung. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so, aber so ist es noch gut. Nicht? Alles Gute. Mach's gut. Claudia Stach. Aber die finden wir ja nicht. Frank Strieder. So, dann herzlichen Glückwunsch schon vorhin. Es gibt jetzt heute aber trotzdem. Das ist alles dabei, bestens geschrieben, mit einer hervorragenden Chef, die habe ich nicht ganz genau geschrieben. Alles Gute. Danke. Last but not least, Thomas Willemsen. Thomas, wo ist die Karte aus Berlin? Nö. Herzlichen Glückwunsch. Mach's gut, ne? Spielt weiter beim VVH? Dann ist gut, sonst hätte ich doch nicht wieder zurückgenommen. Ja, meine Damen und Herren, damit ist eine Klasse ins Leben getreten. Und das Leben geht weiter. Thomas Bitschkowski. Thomas, ich bleibe hinter dir. Alles steht über die Tränen. Ja, ich könnte eine Menge mit anfangen. Ja? Nee? Okay. Kommt nochmal fürs Foto. Herzlichen Glückwunsch. Nicht? Ulf der Engel. Ulf. Nochmal. Und wünsche dir alles Gute. Schau dir an, was wir hier geschafft haben. Das ist voll krass. Ich habe es unterschrieben. Zweimal. Christina Faber. Eigentlich hätte ich jetzt den Glückwunsch verdient. Ich habe zum ersten Mal den Vornamen richtig gewusst. Christina. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal die Fotos. Stimmt. Gut. Alles Gute. Andrea Feldmann. Alles
Andrea, gratuliere dir. Ein Zeugnis, eine Widmung, eine Schulbescheinigung, das ist das, sollte ich 8 Jahre arbeiten. Und das ist das für die Politik und das Herz von Frau Grader. Frank Kaspar. Nicht nur ein Zeugnis zu bewerben, sondern ein Zeugnis, das 9 Jahre interessierte Mitarbeit der Karl-Liebmann-Schule darstellt. Einmal vom Zaubermärchen zu den Vögelchen bis zum Kreuz, das in der 2. Etage zu Weihnachten hängt. Herzlichen Glückwunsch! Sabine Konrad. Sabine, herzlichen Glückwunsch. Zeugnis, ein Buch und ins Aschnitt. Ja, ganz schön. Gut. Nicht? Ilva Menzel. Komm her, herzlichen Glückwunsch. Zeugnis, wie gesagt, alles drin, das ist schon lange. Stefan Heavy Meyer. Jan Olgemöller. Nicht so langsam, Jan. Ein Zeugnis, einmal Humann und alles drum und dran. Das fehlt was? Nein. Und ein Liebesbrief. Woher? Sag ich nicht. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Anuschka Pfeiffer. Anuschka, gratuliere dir. Alles zusammen und eine Funktion. Ja, doch, an einer Stelle, ne? Bitte. Irina Potzler. Irina, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Christina Rahl. Christina, gratuliere dir herzlich. Und hoffe, dass alles klar war in Englisch. Dann ist alles da. Du wirst jetzt schon ein Zeichen auf. Hoffentlich. Alles Gute. Joachim Reichert. Joachim, wieg mal, wie schwer das ist. Herzlichen Glückwunsch. Wenn der Müllstein gefecht geworden ist, alles Gute für die Zukunft und mach so gut weiter, wie bisher. Armin Schmidt. Schwer trägt er an der Bürde. Herzlichen Glückwunsch, Armin. Schauen wir nach, ob wir alles zusammen haben. Stimmt? Was wollten wir als Bemerkung schreiben? Nach 9 Jahren verließ er diese Anstalt, um die Zukunft zu erobern. Alles Gute. Miriam Schmidt. Ja, ja. Ganz und ganz im Glückwunsch. Das freut mich. Ein Buch. Und die Frau Grader.
Den Schlag spüre ich heute noch. Axel Siegmann. Nicht so schnell. Dazu muss ich eines sagen. Als ich kurz hochgerechnet hatte und das soeben plötzlich mit einem Punkt die 0,9 oder wie war es, nicht? Erreicht war, hat er sich so gefreut. Da hat er mir hier einen Schlag versetzt. Nicht? Herzlichen Glückwunsch, Axel. Nein, 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 nein. Du kriegst aber noch mehr. Nicht? Ich wünsche dir alles Gute. Martin Steven. Über. Da kommen wir. Martin, der Arme, ich wünsche dir alles Gute. Schon jetzt schauen nach, hier ist alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Prima. Mach's gut, Junge. Nicht? Karl Rüdiger Stolte. Wir sind ja herzlich willkommen, jetzt müssen wir uns da einstellen, ne? Der Strahlenkanzler ist ja super. Herzlich Glückwunsch, alles da. Sorgen überwunden. Endlich, du kommst doch schnell wieder, du. Nicht? Christoph Strünk. Christoph, herzlichen Glückwunsch. Du sagst schon vorher, danke, du hast es noch gar nicht. Ja. Und dann erzählst du so viel, so pessimistisch seid ihr, so optimistisch, hat noch nichts. Bedankt sich Fortschritt. Das merke ich mir für die nächste Abiturrede. Alles Gute. Nicht? Und du bist ja gleich demnächst nebenan, nach dem Abitur, und wenn wir Sorgen haben, kommst du ja, rüber, ne? Ja. Andrea Witter. Andrea, ich bleibe hier, wir sind ganz richtig. Alles richtig? Und gerade hat einen fantastischen Studiosport. Bitte. Tja, in wenigen Sekunden haben wir auch keine 13a mehr. Almut Zwio. Also, gratuliere dir. Zeugnis, Verfassung und Human-Dokumentation. Nicht? Stude. Es bleibt nur noch eine Klasse und da darf ich als Ersten den jungen Mann aufrufen, der uns beim Abitur bis zum Schluss die Treue gehalten hat, Frank Demenek. Kerstin Block. Aber Französisch ist Kultursprache. Astrid Breitbach. So, jetzt ist dokumentiert.
2006. Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Ja, hast du auch jetzt vor dir den Punkt gestellt. Ne? Einmal, zweimal und aller guten Dinge sind drei. Nicht? Armin Firusian. Armin, ich gratuliere dir und hoffe, ich rechne mir deine Leistungsvorschläge noch weiter nach. Barbara Geisen. Nein, sonst würden wir irgendwo mal, wir müssen mal mit unserem Kampf dann, also irgendwelche chemischen Materialien daran gehen. Nicht, sonst schreiben wir noch mal neu. Aber trotzdem nimmt es an. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Pia Herwagen. Peter Hilpert. Peter, ich gratuliere dir mit Zeugnis, mit Buch und mit Anerkennung. Thomas Kerpen. Thomas. Gratulieren wir, ich sofort gegen Gönig. Ja. Alles Gute. Wolf Klaus. Oh, ich gratuliere dir herzlich. Alles beste Ordnung. Besiegelt, gestempelt, für die Zukunft gesichert. Helmut Köster. Helmut, was ich hier erkennen, werde ich häufiger noch sehen im Computerraum. Kommt drauf an. Alles Gute. Christian Matteis. Alles da. Herzlichen Dank auch für deine Aktivitäten für die Schule. Ne? Alles Gute, Leute. Prokonsul Clara. Also, ich gratuliere dir herzlich. Alles dabei. Ein Brief. Zufrieden. Gut. Der Prokonsul Clara kommt daher. Anke war 2 Jahre Schulsprecherin. Und in der Oberprima ist es dann üblich, dass der Schülersprecher jüngeren Kräften Platz macht, aber er fungiert weiter als Prokonsul. Und ich habe diesen römischen Titel gewählt, weil wenn die Schülersprecher zu mir kamen und ich es gerade noch geschafft habe, Nein zu sagen, dann kam die Reservearmee, da kam der Prokonsul. Und dann habe ich es nie mehr geschafft, Nein zu sagen. Nicht? Die Argumente, denen war ich nicht gewachsen. Nicht? Herzlichen Dank auch nochmal für die Arbeit in der SV. Danke. Patricia Pauli. Patricia, ich glaube, wir haben den Herzen nicht. Ich bin ganz schnell zusammengekommen.
und zum Schluss Liegestütz. Alles Gute. Stefan Röhrig. Stefan, herzlichen Glückwunsch. Alles bestens zusammengekommen. Nicht? Herzlichen Dank auch für die gestrige umsichtige Fahrt. Ja. Tanja Seeböck. Katrin Schmidt. Georg Tonino. Herzlichen Glückwunsch, Jan Optimus. Ne? Bitte schön. Jetzt guckt ihr nach, ob stimmt. Christian Triebel. Der Strahl über beide Backen. Komm mal rein. Hey. Christian, alles Gute. Ulrich Winacker. Ulrich, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Ja. Holger Ziedek. Guckst du oben noch? Da ist ein Kleiner geworden. Ich auch, der war die Globenträger. Herzlichen Glückwunsch. Hoffe ich. So. Als letzte Klasse haben wir die B verabschiedet. Der erste Klassenlehrer, Herr Krawige, steht rechts neben mir. Der muss dringend noch etwas mitteilen, bevor ihr ins Leben geht. Was Wichtiges, denn ihr habt es in der Hand, ob die Schule weiter funktionsfähig ist. Ihr müsst eure Bücher rausrücken und wer das noch nicht getan hat, kriegt kein Abitur zurück. Ach, das habt ihr ja schon. Herr Krawige. Ja, bevor die Abiturienten ins Leben treten, sollen sie bitte ihre Schulbücher abgeben. Und zwar sind das noch 28, immerhin, die das noch nicht gemacht haben. Ich hatte ja vier Termine genannt. Wir sind also nicht wahrgenommen worden, zum Teil von diesen 28. Und ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Ich muss ja jetzt nach Berlin fahren mit der Klasse 10. Die Abiturienten erinnern sich an unsere Berlinfahrt. Mit der Pistole, ja, der da rumgeschossen wurde. Ich hoffe, dass das diesmal nicht der Fall ist. Sodass ich also erst in der letzten Maiwoche wieder hier bin. Ich würde sagen, wenn Sie sich merken, jeweils den Freitag nach Frohnleichnam. Der Freitag nach Frohnleichnam wäre der erste Termin, der 26. Mai. Dann der darauffolgende Woche des Freitag und so weiter. Und da immer jeweils in der ersten großen Pause. Dann stehe ich zur Verfügung, bin ich unten im Bücherkeller, dann können diese 28 ihre Bücher noch abgeben. Und ich bitte doch herzlich darum, weil wir die Bücher dringend brauchen. Ja? Also jeweils Freitag nach Frohnleichnam. Danke.
Der Unterschied war auffällig. In dem Moment, seitdem unsere Abiturientia oder von dem unsere Abiturientia im Besitz der Reifezeugnisse ist, kam das Sie. Aber wir können uns so schlecht daran gewöhnen. Deshalb nochmal alles Gute und ich gebe zurück an die Abiturientia. Mal sehen, was uns jetzt noch erwartet. Alles Gute. So, bevor wir also jetzt mit Ihnen unsere Reife oder auch Hochschulreife begießen möchten, möchten wir uns vorher noch bei dem Hausmeister und den beiden Sekretärinnen bedanken. Zunächst mal möchte ich den Herrn Seidewitsch nach vorne zu kommen. Wenn seine Frau inzwischen vom Einkaufen zurück ist, dann bitten wir die auch mitzukommen. Und zwar möchte ich dazu noch sagen, dass uns Herr Seidel besonders in den letzten Tagen und Nächten eigentlich immer zur Hilfe gestanden hat, was sehr wichtig war, weil immer nicht alles klappte und er trotzdem immer noch Verständnis und Geduld und sogar Hilfe für uns aufbrachte. Also vielen Dank, Herr Seidel. Heute Abend sehen wir uns ja. Dann ist meine Frau ja auch schon. Danke. Und die Sekretärin sind ja auch da. Also über die Sekretärin wurde schon so viel Lobenswertes erwähnt, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Trotzdem noch vielen Dank. Ja. So, und jetzt hoffe ich, dass dann der Vorhang hinten hoch geht. Oder das tut er nicht? Ach, du hast... Ja, dann mach du doch weiter. Was ist denn Geschenke? Ja, bitte. Ja, mach du. Augenblick. Also ich muss Ihre Geduld noch einen Augenblick auf die Folter spannen oder in Anspruch nehmen. Nein, nicht doch. Also leihen Sie mir bitte noch einen Augenblick Ihr Ohr und Frau Gradert muss ich bitten, noch mal nach vorne zu kommen. Ist Frau Gradert noch irgendwo hier? In der super. Also ich bin auf diese Aufgabe jetzt eigentlich nicht besonders vorbereitet, auch wenn sie erfreulicher ist als meine vorige. Ich möchte also eigentlich diesen beiden Andenken im Namen der A, Frau Grader, die 9 Jahre mit uns zusammen aushalten musste, worauf man jetzt bezieht, ist nach meiner Rede wahrscheinlich.
Ja, und ich würde sagen, das sind vielleicht sogar noch angenehmere Andenken als unsere Abiturzeugnisse, weil die Erinnerungen, mit denen sie aufgeladen sind, noch etwas deutlicher werden als in den, wie war das vorhin so schön gesagt, in den Zahlenformeln, auf die wir uns nach langer Reifetradition heute geeinigt haben. Leute, das ist interessant. Ja, noch einmal. Also, jetzt darf ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass im anderen Teil unserer Sportaula ein Buffet für Sie angerichtet ist, und wer für sein leibliches Wohl sorgen möchte oder um dasselbe sorgt, begibt sich nach dem Öffnen dieses Vorhangs in den anderen Teil der Halle, wo er von uns allen zum Sektempfang eingeladen ist. Dankeschön. Schönen Tag. Thank you.
heute Abend. Sind Sie heute Abend gekommen? Ich bin schon voll.
unsere Schüler zu kleinen oder großen Stützen der Gesellschaft zu machen, wird das Klapprad Stützräder haben. Und mit dieser Allegorie unserer Schule wird Herr Stuckmann jetzt eine Ehrenrunde drehen. Und wenn er das schafft, dann hat er unter Beweis gestellt, dass er die Freiheit verdient hat und aus der Anstalt entlassen werden kann. Falls es noch nicht alle verstanden haben, oder Helmut irrt sich wahrscheinlich haben es alle verstanden, ja? Okay. Herr Stuckmann kommt jetzt bitte nach vorne und versucht sich die Freiheit zu verdienen. Bitte nicht auf dem Fahrrad laufen, fahren! Schon
Steht eben wundervoll, sie wollen sowas öfter tragen. Philippik will auch nicht, er hat schon oft Sachen benutzt, er will es. Yeah.
Und meine Wenigkeit hat die ganze Scheiße zusammengefallen. Ab das im Bus gefunden.